Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute gab es auf der DGHD-Tagung ein Kamingespräch und ich habe mir gedacht, ich mache mit euch das Gleiche, allerdings aus dem Hotelzimmer und berichte ein bisschen über den gestrigen Tag, weil die beiden Tage waren so voll mit Programm, dass ich gar keine Zeit gefunden habe, mich an euch bzw. an meine Kamera zu wenden. Und das hole ich jetzt hier im Ruhigen, im Stillen kurz nach. Ich habe mich ein bisschen in die DGHD eingelebt, das heißt, ich war im promovierenden Netzwerk aktiv, habe mich dort mit anderen Promovierenden ausgetauscht, mit Doktorandinnen und Doktoranden. Und das tut insofern ganz gut, als dass man an der Stelle tatsächlich mal reflektiert, wo stehe ich eigentlich gerade selber, wie weit bin ich schon. Ich habe für mich gesehen, dass ich schon deutlich weiter bin als manche anderen, aber natürlich noch lange nicht fertig. Also es gibt auch Leute, die stehen schon kurz vor der Disputation, also haben quasi ihre Doktorarbeit schon fertig und eingereicht. Andere sind gerade kurz vor dem Schritt, die einzureichen und wollen noch ins Lektorat gehen, also in das Korrekturlesen der Arbeit. Und so treffen in diesem Netzwerk einfach Leute aufeinander, die in demselben oder in einem sehr ähnlichen Prozess auf ganz unterschiedlichen Stufen sind. Und man kann sich einfach austauschen, kann fragen so, hey, ich stehe gerade hier und da, wo bist du denn gerade, wie war es denn bei dir damals, als du an meiner Stelle warst und so weiter, andersrum. Also man sieht einfach, man ist nicht alleine mit seinen Problemen, man sieht, dass andere ähnliche Probleme schon viel früher hatten. Man kann dann natürlich auf deren Erfahrung aufbauen und schauen, wie haben die Probleme gelöst, wie kann ich das vielleicht bei mir machen. Und das ist einfach eine sehr positive Atmosphäre gewesen, die ich sehr zu schätzen weiß, weshalb ich mich auch in diesem Netzwerk weiter engagieren will. Das ist auch der Grund, weshalb ich dann ein Stück später in dem Slot war, in der Session neu in der DGHD, weil ich bin ja selbst, habe ich in meinem letzten Video schon erwähnt, Mitglied in diesem Verein und habe mir dort also mal zeigen lassen, wie die Struktur des Vereins ist. Das Organigramm wurde dort gezeigt. Es gab einen kleinen Einblick dahin, was die einzelnen Netzwerke und Arbeitsgruppen alles machen und abdecken. Und das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Und wenn man sich mal noch weiter umschaut, was an den Hochschulen gerade passiert, ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Arbeit, die da stattfindet. Weil natürlich ist Forschung das eine, was an den Universitäten passiert, aber jeder noch so geniale Forscher hat ja auch mal studiert. Das bedeutet, die Lehre ist, behaupte ich, beinahe genauso wichtig wie die Forschung. Und man kann Lehre dadurch verbessern, dass man sie natürlich beforscht. Und die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik versucht das ja auch so ein Stück weit miteinander zu verheiraten. Und auch als wissenschaftlicher Nachwuchs ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Deshalb bin ich Mitglied geworden in der DGHD, weil ich denke, dass die Lehre wichtig ist, um geniale Forscher auszubilden und Forscherinnen natürlich auch. Man sollte der Lehre einfach ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das ist auch das, was wir versuchen oder was ich versuche bei meiner Arbeit, hauptsächlich mit digitalen Medien. Aber natürlich kann man auch sehr gut analoge Lehre machen. Und gerade dieses Spannungsfeld war auch heute nochmal oft Thema in verschiedenen Sessions, aber dazu in meinem nächsten Video mehr. Bis dahin, ciao. Und ich schaue mir jetzt noch ein bisschen das Feuer an. Schön warm, hm?